Herzlich willkommen, ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor, und heute wird es um die Neuerungen in Adobe Illustrator CC 2022 gehen, um die neue Version, die gerade frisch rausgekommen ist. Und ich möchte euch kurz demonstrieren, was wir hier an wesentlichen Änderungen haben. Falls ihr im 2D- und 3D-Bereich auf dem Laufenden bleiben wollt, mit mir weiterlernen möchtet, dann würde ich mich über euer Abonnement freuen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann lasst uns jetzt hier direkt starten. Ich habe hier jetzt mal ein Testdokument von mir herausgesucht, wo ich hier schon mal ein bisschen was gemacht habe mit einer solchen Neuerung. Und diese eine wesentliche Neuerung in Adobe Illustrator 2022 ist, wo ist es? Das Fenster. Hier haben wir 3D und Materialien. Jetzt habe ich es geschlossen, weil es bei mir schon offen war. Ihr habt hier jetzt, also wenn ihr über Fenster 3D und Materialien geht, dann habt ihr dieses neue Fenster hier, dieses neue Panel, und da haben wir viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können zum einen mal hier so einen Pfad anlegen, wir können aber auch unterschiedliche Objekte anlegen. Ich beginne mal mit einem ganz normalen Pfad, den ich einmal angelegt habe aus einem Projekt, und kann dann hier aus diesem Pfad heraus ein 3D-Element extrudieren. Das heißt, ich kann den so ein bisschen nach vorne ziehen, den auseinanderziehen. Ich habe die Hintergrundfläche, ich ziehe den auseinander und habe dann ein 3D-Objekt. Ich kann das hier extrudieren, die Tiefe kann ich bestimmen. Das sind an der Stelle 50 Punkte. Ich möchte das mal auf 5 reduzieren. Es braucht eine kleine Sekunde und ihr seht, wie es jetzt aussieht. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier auf diesem 3D-Objekt unterschiedliche Operationen auszuführen. Wir können es entweder verziehen, wir können es größer machen, wir können es rotieren, wir können es auch im 3D-Raum rotieren. Ihr seht das hier. Also um die verschiedenen Achsen herum können wir, um alle Achsen herum sollten wir rotieren können, X, Y, Z, sodass wir uns das so nach und nach in eine Richtung legen können. Wir können es auch hier ganz um die ganze Kugel rotieren, am besten mal so, dass es schick aussieht. Jetzt haben wir hier eine Ansicht, die mir gefällt. Ich ziehe das noch ein bisschen größer auf, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. So. Also, jetzt haben wir hier das Objekt, das habe ich mir hier zurechtgezogen, ich habe dem Ganzen eine Tiefe gegeben, ich habe hier bereits rotiert, ein bisschen mitgespielt. Ich kann jetzt, und das kommt hinzu, diese Dreheigenschaften auch hier präzise einstellen und kann jetzt ergänzend noch für dieses Objekt eine abgeflachte Kante einfügen. Wenn ich das Ganze mal aktiviere und ein bisschen hineinscrolle, dann könnt ihr das hier sehen, dass hier eine abgeflachte Kante drin ist. Ich klicke das mal an. Die kann ich jetzt auch einstellen. Also kleiner machen, größer machen. Ich kann die Höhe beeinflussen. Das heißt, ich kann das Ganze hier rausziehen. Das Ganze ein bisschen runter regulieren. So. Das braucht einen kleinen Moment, um das Ganze zu laden. Und es kann auch sein, dass dann ich etwas abgehackt herüberkomme. So, wir können aber auch diese abgeflachte Kante und das Relief ein paar Mal wiederholen. Das heißt, wir können das mal dreimal wiederholen. Ihr seht, dann wiederholt sich diese abgeflachte Kante an der Stelle. Wir können die auch nach innen wölben, dann geht diese abgeflachte Kante nach innen. Das sind so die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und ergänzend dazu haben wir noch die Möglichkeit, das ein wenig realistischer darzustellen, indem wir hier oben das Raytracing, das Verfolgen der Lichtstrahlen im Grunde, der Geometrie, also wie das Licht sich auf der Geometrie im 3D-Raum verhält. Wenn wir das aktivieren, dann kriegen wir hier eine etwas realistischere Darstellung. Das kostet ein bisschen CPU, dauert einen kleinen Moment oder nimmt eure Grafikkarte in Anspruch, je nachdem. Und das können wir aber auch hier wieder deaktivieren. So, das ist eine der wesentlichen Neuerungen. Kommen wir zur nächsten spannenden Änderung. Ich habe mal das Objekt gelöscht und ziehe mir hier mal einen perfekten Kreis auf, Shift gedrückt halten, und habe mir jetzt hier mal einen Kreis aufgezogen. Die Kontur habe ich hier eben schon entfernt. Diesen Kreis wähle ich an und gehe jetzt statt extrudieren und auch nicht kreiseln, kann man auch machen, wenn man möchte. Aber ich möchte hier an der Stelle das ganze 3D-Objekt einmal aufblasen an der Stelle. Ich kann das hier so ein bisschen rotieren. Ihr seht dann, das ist mehr so eine Halbkugel, die da hinten weg nicht ganz geschlossen ist. Kann das Ganze vielleicht meine Tiefe so ein paar Pixel, na 10 vielleicht, nicht so viel, extrudieren. Und ja,
das Objekt möchte ich jetzt nehmen und mit diesem Objekt möchte ich mal auf den zweiten Reiter gehen, nämlich auf die Materialien. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Diejenigen, die von meinem Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich sehr, sehr Texturen sehr zugeneigt bin und sehr gerne Tutorials über Texturen mache. Ja, und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, Materialien einzustellen. Es gibt ein Grundmaterial, das ihr hier habt, und dann habt ihr die Materialeigenschaften zu diesem Grundmaterial hier unten. Ihr könnt mal eine andere Farbe nehmen. Vielleicht wird das dann ein bisschen deutlicher, also wenn ich hier mal auf einen anderen Ton gehe. Und ich stelle mal hier diese Metalleigenschaft höher, dann seht ihr, dass es hier wie ein Kupfer wird. Also sehr schnell und einfach einen Kupferton erzeugt. Ihr könnt die Rauheit natürlich extrem hoch reinstellen, dann habt ihr kaum mehr diese Materialeigenschaft des Metalls. Wenn ihr die Rauheit rausnehmt, dann könnt ihr entsprechend damit verfahren. Und ihr habt jetzt hier eine Menge von Materialien, die ihr benutzen könnt. Klickt euch da mal ein bisschen durch, probiert mal ein bisschen die Materialien an, schaut mal, was es da für Materialien gibt und welche Eigenschaften diese Materialien mitbringen. Das war jetzt offenbar ein etwas intensiveres Material, das hier ausgewählt wurde. Ihr habt hier eine Stoffrauheitabweichung. Und diese Materialien bringen viele, viele Eigenschaften mit sich. Ihr könnt das auch mal hier aufs Gold gehen beispielsweise. Und diese Eigenschaften könnt ihr anpassen, könnt ihr verändern. Testet das mal ein bisschen aus. Und ja, versucht mal ein bisschen, beispielsweise könnt ihr hier die glatte Oberfläche anpassen. Ihr könnt hier, wie gesagt, die Rauheit anpassen. Und je nachdem, welche Eigenschaften ihr hier einstellt, bekommt ihr hier ein neues Material. Zu den Möglichkeiten, die ihr hier im Materialpanel habt, habt ihr noch ergänzend die Möglichkeit im Bereich Beleuchtung, hier unterschiedliche Beleuchtungen einzustellen, Intensität einzustellen, die Drehung des Lichtes einzustellen, die Höhe des Lichtes einzustellen. Ihr könnt das Licht glätten oder ja ziemlich scharf drauf fallen lassen. Und hier noch einige Einstellungen mehr, die man aktivieren kann. Ich habe selbst noch nicht alle Eigenschaften ausprobiert. Probiert euch da mal ein bisschen aus, dann werdet ihr schon zurechtkommen. Ihr könnt dann immer wieder mal das Raytracing aktivieren, um hier einen noch realistischeren Anschein dieses Materials, dieses Objektes zu bekommen. Das kann man dann auch wieder deaktivieren. Ergänzend zu diesen Neuerungen habt ihr neue Möglichkeiten im Bereich des Teilens der Arbeit, hier im oberen Bereich. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann können wir hier einmal mit der linken Maustaste gedrückt halten. Dann haben wir hier das Ansicht-Drehen-Werkzeug, mit dem wir jetzt die Ansicht hier auch wunderbar drehen können. So, interessant sind vielleicht auch noch das automatische Nachladen von Adobe Fonts. Weitere Änderungen und Neuerungen gibt es natürlich auch, aber das waren so für mich die wesentlichsten. Fangt etwas Interessantes damit an, stellt was Anständiges damit an. Wir sehen uns im nächsten Tutorial.